1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit Games Island. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und das hier ist der zweite Teil des aktuellen Kodex zur Frage, was imperiale Agenten eigentlich sind und wer in den Reihen der imperialen Agenten zu finden ist. Wir hatten letzte Woche schon über einen ganzen Schwung gesprochen und würden heute einfach direkt mit den imperialen Agenten einsteigen, die sich um ein ganz spezielles Problem kümmern, nämlich die Frage, welche Bedrohung durch die Xenos für das Imperium der Menschheit entsteht und was dagegen zu tun ist. Denn es ist nun mal ein Fakt, dass die Menschheit im Universum nicht alleine ist. Die Xenos befinden sich leider, wenn man viele fragt, ebenfalls in der Galaxis und sie breiten sich immer weiter aus und dadurch sind sie natürlich eine Bedrohung für das Imperium. Manche dieser Alienrassen sind schlicht und ergreifend nur eigenartige Pilze oder Pflanzen, andere jedoch besitzen eine gewisse animalische Schleue und sind durchaus eine Bedrohung für den einfachen imperialen Bürger, den sie versuchen aufzufressen oder dessen Siedlungen sie überfallen. Und spätestens diese müssen aus der Sicht vieler ausgerottet werden. Es ist aber am Ende des Tages sehr viel einfacher, einen tierhaften Xenos zu töten, als jene, die derart intelligent sind, dass sie eine eigene Kultur haben, ein eigenes Reich und dann natürlich auch eigene Waffen. Und genau gegen diese Xenos richten sich diese imperialen Agenten, diejenigen, die eben eine eigene Zivilisation und eigene Pläne für das Universum haben. Dabei ist es völlig egal, ob es sich eigentlich um eine grundfriedliche Zivilisation handelt, wie beispielsweise die Tau, in deren Gegenwart man durchaus auf eine bestimmte Art und Weise koexistieren könnte, oder ob es um solche geht, die von Grund auf aggressiv sind, wie die Tyranniden, mit denen man überhaupt nicht verhandeln kann. Denn der Ordo Xenos macht, was diese Dinge angeht, überhaupt keinen Unterschied. Der Ordo hat, da die Art und die Masse der Gefahr, die er bekämpft, relativ eindeutig ist, eigentlich immer irgendeine Aufgabe. Und so sind die Inquisitoren des Ordos immer damit beschäftigt, zu ermitteln, herauszufinden, welche Methoden und Werkzeuge sie brauchen, um den Xenos Herr zu werden. Dabei haben sie unterschiedliche Methoden, wie sie mit der Sache umgehen. So gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl in den Reihen des Ordo, die sich dazu entschieden haben, schlicht und ergreifend jeder neuen Xenos-Bedrohung nachzugehen. Es ist ihnen dabei völlig gleich, ob es sich um Xenos-Waffen handelt, die in irgendeinem Schwarzmarkt auftauchen, oder ob ein Viertel einer Makropolwelt von einer seltsamen Seuche befallen ist, die eindeutig Xenos-Ursprung hat, oder ob in irgendeinem Planeten eine Kolonie versteckt ist, die ausgemerzt werden muss. Sie sind dabei eigentlich immer beschäftigt, denn natürlich gibt es stetig irgendetwas zu tun, wenn man Raumfahrt betreibt und Schiffe oder auch die Xenos selbst versuchen, irgendetwas einzuschmuggeln. Aber bei einigen der anderen Inquisitoren sind jene, die so arbeiten, nicht besonders angesehen, denn da wird ein völlig mangelhafter Fokus, ja, unterstellt, sagen wir es so, und einige, die es wirklich sehr, sehr negativ sehen, dass keine Spezialisierung vorgenommen wird, vergleichen solche Inquisitoren an schlechten Tagen und wenn niemand zuhören kann oder wenn sie zuhören können, mit Schädlingsvernichtern. Denn eigentlich wäre es sinnvoll, sich eben auf eine Spezies zu konzentrieren. Und viele Inquisitoren tun dies und entscheiden relativ früh im Lauf ihrer Karriere, oftmals auch beeinflusst von dem Inquisitor, der sie ausgebildet hat, welche Xenos aus ihrer Sicht die größte Bedrohung darstellen. So ist beispielsweise Großinquisitor Vedrosus absolut davon überzeugt, dass das Sternenreich der Tau die größte Bedrohung für das Imperium der Menschheit darstellt. Denn
Ihre Waffen, Ihr technischer Fortschritt und die widerwärtige Diplomatie, mit der Sie versuchen, alle anderen um den Finger zu wickeln, sind eindeutig furchtbare Dinge, die aus der Welt getilgt werden müssen. Fragt man, was dieses Thema angeht, dann allerdings Großinquisitorin Rasmusari, dann wird diese darauf bestehen, dass es die Wotan sind, die die größte Bedrohung darstellen. Als Begründung für diese These wird sie dann unter anderem die Annexion der Zakari-Welten ins Feld führen und die Schlachten, bei denen sie dabei zusehen musste, wie die Raumschiffe der Kin eine gesamte imperiale Hauptwelt zerschmettert haben und noch während der Schlacht mit ihren verdorbenen Schiffen die Rohstoffe verarbeitet haben, die sie erbeuteten, und wie dabei das Fleisch von Tausenden von Soldaten als einfaches Nebenprodukt der Maschinerie der Wotan wieder zurück ins All gespuckt worden sind. Derartige Spezialisierungen schützen nun aber nicht vor der Kritik aus den eigenen Reihen, denn natürlich gibt es auch innerhalb dieses Ordo verschiedene Strömungen und insbesondere eine stößt immer wieder auf Ablehnung, nämlich jene Inquisitoren, die steif und fest behaupten, dass es durchaus Xenos gibt, die für das Überleben der Menschheit so wichtig sein könnten, dass man sie vielleicht nicht unbedingt auslöschen muss. Und es sind diese Radikalen, die dann natürlich im Kampf gegen die Xenos sich darauf zurückfallen lassen, durchaus Errungenschaften anderer Spezien für sich zu nutzen. Sie führen ihre Waffen ins Feld oder ihre Tarnvorrichtungen für die Raumschiffe, da diese teilweise weiterentwickelt sind als das, was das Adeptus Mechanicus hinbekommen könnte, auch wenn man das den Verbündeten vom Mars vermutlich so niemals sagen sollte. Viele lernen tatsächlich auch am Anfang oftmals widerwillig Respekt vor den Wesen, die sie jagen, und nicht wenige sind dann tatsächlich auch davon überzeugt, dass man durchaus Seite an Seite mit ihnen streiten kann. Und so gibt es beispielsweise Inquisitoren, die sowohl gegen Orks kämpfen, als auch Söldnerbanden, die sich aus Orks zusammensetzen, rekrutieren, um sie für besondere Einsätze ins Feld zu führen. Gleiches gilt für jene, die in der Gesellschaft von Crude oder eben Kin gesehen worden sind. Manche gehen sogar noch einen Schritt weiter und haben einen oder zwei Xenos, den sie als dauerhaften Agent in ihrem Gefolge behalten, oder, so munkelt man, sogar die letzte Grenze überschritten haben und sich beispielsweise mit einem Eldari angefreundet haben. Dann gibt es andere Gerüchte neben diesen seltsamen und vermutlich nicht besonders guten Freundschaften, nämlich dass manche Inquisitoren, die länger bei der Jagd auf Xenos überleben, als man es jemals für möglich gehalten hätte, dass sie dem, was sie jagen, immer ähnlicher werden. Inquisitor Gustavus beispielsweise soll mittlerweile genauso viel barbarische Wildheit und Zähigkeit in seinen Adern haben wie die Orks, die er seit Jahrzehnten jagt. Die Inquisitorin Adenius, die sich dagegen der Jagd auf eine ganz bestimmte Drukhari-Kabale verschrieben hat, ist unter ihren Feinden dafür bekannt geworden, mindestens so arrogant und hinterrücks wie ein durchschnittliches Mitglied einer derartigen Kabale zu sein, und sie scheint auch in der Grausamkeit den Drukhari um nichts mehr nachzustehen. Diese Annäherung mag seine Vorteile haben, denn oftmals verstehen sie den Feind deutlich besser, weil sie gelernt haben, so zu agieren wie er. Aber diese Annäherungen sind nicht immer von Erfolg gekrönt, und so sind nicht wenige letzte Nachrichten von solchen Inquisitoren im Imperium angekommen, die bewiesen haben, dass man sich übernommen hat und dass man am Ende die Xenos, von denen man dachte, man hätte sie verstanden, niemals so gut verstehen konnte, dass man eben nicht doch in eine bestimmte Falle getappt ist. Die Doktrin des Ordo ist darüber aber eigentlich gar nicht so unglücklich, denn eigentlich sollte man die Xenos nicht gut verstehen. Eigentlich ist dieser Mangel an Einsicht das, was man im breiten Feld haben möchte. So halten sich viele Inquisitoren tatsächlich vorsätzlich unwissend, denn sie gehen schlicht und ergreifend davon aus, dass man, je mehr man versucht, den Xenos zu verstehen, desto verdorbener wird man am Ende tatsächlich, und dann ist man verloren und jemand, der selbst ausgeschaltet werden muss. Schließlich ist es einfach. Man muss das, was man hasst, nicht zwingend verstehen, um es zu vernichten, und
Sie sind mit dieser Doktrin am Ende des Tages schließlich auch wirklich erfolgreich. Sie haben unzählige Xenos-Bedrohungen aufgedeckt und eliminiert. Manche waren derartig erfolgreich, dass man sogar so präventiv tätig geworden ist, dass die einfachen Menschen überhaupt nichts mitbekommen haben. Jedoch wissen sie bei all ihrem Erfolg auch eine Wahrheit. Mit jedem Jahr, das vergeht, wird die Xenos-Bedrohung für das Imperium schlimmer und schlimmer. Und vermutlich gibt es deswegen eine ganz besondere Truppe, nennen wir es einmal so, immer noch. Die Death Watch. Eine Spezialeinheit von Space Marines, die vor Urzeiten eingesetzt und gegründet wurde und die eben unter dem Namen auch bekannt ist, Death Watch oder der Schild, der tötet. Wie sie sich zusammensetzen, ist dabei tatsächlich etwas Besonderes, denn sie sind kein eigener Space Marine Orden per se, sondern von jedem loyalen Orden müssen Mitglieder zur Death Watch entsendet werden. So bringt nun natürlich jeder Space Marine Besonderheiten mit sich. Ausbildung, Doktrinen, Lehren, das, was seine Gensaat besonders macht. Und das hat natürlich einen Vorteil, weil einfach ein unglaublich breit aufgestelltes Kader dadurch entsteht. Gleichzeitig ist die Anfangszeit für die Space Marines ungewöhnlich hart, denn es besteht kein perfektes Grundverständnis für die Brüder mehr untereinander, sondern teilweise sind da derartig starke Unterschiede, dass man erst einmal lernen muss, miteinander umzugehen. Am Ende jedoch, und das ist auch der Grund, warum die Death Watch immer noch existiert, wie sie existiert, ist diese Zusammenarbeit unfassbar effektiv. Und gerade die Killteams der Death Watch, die entsendet werden, brauchen jeden Funken Effizienz, um dort draußen überleben zu können. Die Xenos-Horden, gegen die sie geschickt werden, sind schließlich endlos und sie sind meistens viel, viel gefährlicher als das, was beispielsweise ein regulärer imperialer Soldat in seinem Leben bekämpft. Die Death Watch agiert von sogenannten Watch-Festungen aus denen sie in ihre schwarzen Rüstungen gekleidet in die Welten entsendet werden. Sie haben heilige Datenbanken, in denen alles Wissen, das es gibt, das man braucht, um einen Xenos bekämpfen zu können, gesammelt wird. Und jeder einzelne von ihnen hat Zugriff darauf, genau wie auf ihre riesigen Waffenkammern voller Spezialausrüstungen, über die mehr als ein Gerücht existiert. Die vermutlich bekannteste der Waffen der Death Watch sind die verschiedenen Boltgeschosse, die jeweils für bestimmte Spezies von Xenos optimiert worden sind. Sie sind maßgeschneidert und gleichzeitig erstaunlich breit anwendbar, was ihnen natürlich eine besondere Tödlichkeit verleiht. Hier trifft man auf einen alten Bekannten, den wir bereits aus den Assassinenbeschreibungen kennen, nämlich die Höllenfeuer-Mutation mit ihren mutagenen Säuren, die natürlich auch gegen Xenos eine durchschlagende Wirkung entfaltet, um es einmal so zu formulieren. Apropos durchschlagend, dann gibt es natürlich auch die Krakenpenetratoren-Geschosse, die um einen Kern aus Adamant geformt worden sind und deren Gewicht und Durchschlagskraft derartig hoch ist, dass selbst ein schwer gepanzerter Xenos das Nachsehen hat, wenn ein derartiges Geschoss in seinen Leib einschlägt. Daneben gibt es noch die sogenannten Vergeltergeschosse, die einen instabilen Plasmakern haben, der dazu in der Lage ist, sogar einen größeren Tyranniden oder einen Flammenwächter der Kin von innen heraus zu verbrennen. Dies nun nur als drei Beispiele für das, worauf die Death Watch in ihrem Kampf gegen die Xenos zurückgreifen kann, wenn der Bolter ausgewählt wird, der mit in die Schlacht genommen wird. Neben diesen Dingen, die sie tatsächlich schon herausheben und zu furchteinflößenden Gegnern machen, hat die Death Watch dann auch noch Zugriff auf Technologie, die einzig und alleine für sie und ihren besonderen Kampf bestimmt ist. Teilweise sind diese Ausrüstungsstücke, insbesondere die der esoterischen Natur, nicht einmal vollständig vom Adeptus Mechanicus genehmigt. Aber nun, ungewöhnliche Tage erfordern ungewöhnliche Ausrüstung und ungewöhnlich ist zudem auch noch die Philosophie der Death Watch. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Space Marines lernen sie, dass Innovation durchaus eine Tugend ist und dass es gefährlich ist, in bestimmten Grenzen stur zu verharren, denn ihr Krieg ist viel zu wichtig, als dass man sich immer auf die gleichen Dogmen zurückfallen lassen könnte. Man muss sich anpassen und weiterentwickeln, denn der Feind tut es schließlich auch. Ganz besonders sind dann auch noch die Kampfschiffe, die sogenannten Corvus Blackstars, in denen sie ihre Reisen antreten.
Sie sind unfassbar schwer bewaffnet für ein Schiff dieser Größe und wofür sie ebenfalls bekannt sind, sind die besonderen Vektorschubdüsen, mit denen sie ausgestattet worden sind, denn mit denen sind durchaus außergewöhnliche Manöver möglich, die für andere imperiale Schiffe dieser Größe so kaum zu vollführen wären. Am Ende darf man jedoch bei der Deathwatch eine Sache nicht falsch verstehen, sie sind keine Radikalen, wenn wir die Einordnung der Inquisition nehmen wollen. Sie sind in ihrem Herzen, jeder einzelne von ihnen, absolute Puristen. Denn ihr Hass und ihre Intoleranz gegen die Xenos, die sie bekämpfen, sind genauso Waffen wie ihre einzigartige Ausrüstung. So kann kein einziger Xenos darauf hoffen, eine Begegnung mit der Death Watch zu überleben, selbst wenn sie versuchen, ihnen die Hand in Diplomatie zu reichen oder glauben, Seite an Seite gegen einen anderen Feind mit der Death Watch streiten zu können. Diese Space Marines glauben immer noch treu und fest ans Imperium und daran, dass es alleine im Universum bestehen kann, so braucht es keine Xenos, um überleben zu können. Wenig überraschend sind sie daher wahnsinnig gute Verbündete für die puritanischen Inquisitoren und selten wird eine Anfrage von der Death Watch abgelehnt, wenn ein derartiger Inquisitor mit dem Wunsch eines Auftrags an sie herantritt. Derartige Einsätze werden meistens von einem sogenannten Watchmeister geleitet, der ungefähr mit dem Captain in den meisten Space Marine Orden vergleichbar ist. Ein Watchmeister herrscht zudem über die jeweilige Watchfestung, die ihm zugeteilt worden ist, und sie erlangen diesen Posten, weil sie sich besonders dabei hervorgetan haben, Xenos zu töten und aber auch berühmt geworden sind für ihren Abscheu gegenüber dieser Spezies. Denn eigentlich haben Space Marines, wenn ihre lange Wacht vorbei ist in der Death Watch, die Möglichkeit, zu ihren Orden zurückzukehren. Die jeweiligen Space Marines, die sich allerdings dagegen entscheiden und bis zum Ende ihres Lebens innerhalb der Death Watch dienen wollen, nun, die macht man nicht selten zu diesen Watchmeistern. Denn sie sind pflichtbewusst bis ans Ende ihrer Tage im Kampf gegen die Xenos und von ihrer Position aus lehren sie den nachfolgenden Brüdern das, was sie gelernt haben. Allerdings sind sie nicht einfach nur Verwalter und Lehrer, sondern, wie gesagt, sie ziehen auch immer noch treu und voller Abscheu im Herzen gegen den Gegner und das macht sie tatsächlich zu furchterregenden Soldaten. Zudem haben sie eine besondere Ausstattung, die sie bekommen, die andere Deathwatch-Mitglieder nicht haben. In Anerkennung an ihre lange Wacht, die sie über das Imperium halten, haben sie einen sogenannten Wachtspeer bekommen, der durchaus dem ähnelt, was ein Adeptus Custodes in das Schlachtfeld führt, und dementsprechend groß ist natürlich der Schaden, der dann am Alien angerichtet werden kann, wenn ein Watchmeister diesen Speer nun gegen einen Leib führt. Wenn wir von den Xenos einen Schritt zurücktreten und uns die Heretiker ansehen, die natürlich auch bekämpft werden müssen, sind wir direkt beim zugehörigen Ordo, nämlich dem Ordo Hereticus. Dieser existiert, weil im Imperium eine Lektion hart gelernt worden ist. Der Geist des Menschen ist grundsätzlich fehlbar. Die Inquisitoren mögen unterschiedliche Ansichten darüber haben, was nun genau ein bestrafenswertes Fehlverhalten ist, aber nichtsdestotrotz halten sie genau an dieser Doktrin fest. Sie sind allesamt in einer Sache vereint. Die Häresie wird am Ende des Tages der Untergang der Menschheit sein und dabei haben sie eine harte Lektion bereits gelernt, denn die größten Heretiker kommen nicht etwa von außerhalb. Nein, nein. Oder doch, natürlich tun sie das auch. Aber die größten Heretiker, die man wirklich gut im Blick behalten muss, nun, das waren oftmals jene, die aus der Ekklesiarchie kamen. Und so überwacht der Ordo die Priesterschaft des Imperiums ganz besonders, was natürlich in den Reihen der Priesterschaft für absolut teilweise offen ins Feld geführten Hass gegenüber dem Ordo Hereticus führt. Dieses Missfallen hat auch zu dem Namen Hexenjäger geführt, den große Teile der Kirche eigentlich als Schandnamen betrachtet haben, als man begonnen hat, so über diese Inquisition zu sprechen, von den Mitgliedern des Ordo mittlerweile aber eigentlich als regulärer Titel geführt wird. Und er ist auch nicht ganz falsch, denn einige jagen schließlich nur Psioniker und machen dabei nicht vor den Unsanktionierten Halt. Viele von diesen neigen zudem zu einem seltsamen Art von Pomp und ja, man muss fast sagen,
Theatralik. Und so wählen sie auch ihre fanatischen Anhänger aus, die sie in großen Säuberungsaktionen gegen den Feind führen. Ganz gleich, ob sie dabei in Städten agieren oder auf dem Schlachtfeld. Und ganz gleich, ob sie eine Säuberung in den eigenen Reihen durchführen oder beispielsweise in denen der Xenos, weil dort ein Psioniker im Kampf gegen die Menschheit geführt wird. Diese Inquisitoren sind somit oft und wenig überraschend in der Begleitung von religiösen Eiferern, die wirklich überhaupt keine Skrupel mehr aufweisen. Es sind Kreuzritter, die sich dem Kampf gegen Psioniker verschrieben haben, Priester des Ministerium, Büßer oder Wundertäter, die eigentlich mehr damit beschäftigt sind, ihre eigene Hexerei zu verbergen und sich dann natürlich in diesem Kampf anschließen, obwohl sie ganz genau wissen sollten, dass sie vermutlich der Nächste auf dem Scheiterhaufen sein könnten. Es ist auch überhaupt nicht schwer, ein derartiges Gefolge aus Fanatikern für sich selbst zusammenzustellen, denn durch die imperiale Propaganda hasst jeder Bürger die Hexen natürlich ganz besonders stark und ist mehr als nur bereit, seinen Dienst zu tun, indem man eben einen Scheiterhaufen errichtet. Dann gibt es aber neben diesen Hexenjägern im Ordo eben auch noch andere. Jene, die beispielsweise selbst Psioniker sind und die ganz genau wissen, dass sie ihren puristischen Brüdern und Schwestern mehr als nur ein Dorn im Auge sind und dass ihre eigenen Verbündeten vielleicht eines Tages auch ihre Mörder sein werden. Dann gibt es jene, die ganz andere Formen der Häresie jagen, nämlich die in Form von Mutationen. Formen, die den menschlichen Körper derartig umgestalten, dass sie von der Norm, die im Imperium gewünscht ist, abweichen. Natürlich gibt es Gründe und Formen, in denen bestimmte Mutationen sich zeigen. Es gibt teilweise ganze Planetenbevölkerungen, die mittlerweile anders geformte Körper haben, aber dann gibt es eben auch Individuen, die schnell und heftig wegen gewissen Einflüssen mutiert sind. Dabei weiß die Inquisition ganz genau, dass es natürlich im imperialen Reich Welten gibt, die derartig besondere Bedingungen aufweisen, dass sich der Körper der Menschen, die dort wohnen, über Generationen verformen muss, um sich daran anzupassen, wie beispielsweise eine besonders hohe oder niedrige Schwerkraft, eine Atmosphäre, an die man sich anpassen muss, weil beispielsweise bestimmte Gase auf den Körper einwirken. Und nun, das führt nun einmal zu Veränderungen, wenn man es ganz logisch betrachtet. Dann gibt es natürlich auch Welten, auf denen es beispielsweise ständig Nacht ist oder wo man nur in ausgeklügelten Untergrundbauten wohnen kann, was dazu führt, dass manche Körperteile wie die Augen verkümmern, aber andere wie die Ohren größer werden oder andere Sinne ganz besonders ausgeprägt sind und die Mutation dann darin besteht, dass sie manche Dinge einfach anders wahrnehmen als andere Menschen. Und dann gibt es natürlich noch jene Welten, auf denen die Bürger stetig einer bestimmten Strahlung ausgesetzt sind oder der Verschmutzung der gigantischen Industrieanlagen, die dort gebaut worden sind und die nun für vielleicht 7 Finger oder einen bestimmten neuen Knochenbau verantwortlich sind. Aber all das wird eigentlich innerhalb des Imperiums, auch wenn man verstehen kann, woher es kommt oder gar selbst dafür verantwortlich ist, aufgrund des Baus der Industrieanlagen, nicht in der Lage, das tatsächlich zu tolerieren. Es gibt Mutanten, die als genetisch stabil und nützlich eingestuft werden. Und wer dieses Siegel erhält, der darf dann durchaus als niedere Lebensform im Imperium dienen, wie beispielsweise die Ogrins oder die Rattlinge oder andere seltsame animalische Tiervölker. Und dann gibt es natürlich die Navigatoren als die bekanntesten und nützlichsten aller Mutanten. Sie sind innerhalb des Imperiums zugelassen und dank ihrer Fähigkeiten auch notwendig für das Fortkommen des Imperiums, denn nur sie sind dazu in der Lage, die Raumschiffe sicher durch den Warp zu führen. Und diese Fähigkeiten haben für ein gewisses Ansehen innerhalb des Imperiums gesorgt. Und so sind nicht wenige durchaus zu Macht und Reichtum gekommen, konnten eigene Adelshäuser gründen, wissen aber am Ende, dass sie immer noch streng überwacht werden und wenn sie auch nur ein Müh aus der Reihe tanzen, nun, dann ist das Ende ihres gesamten Hauses. Aber alle, die nun nicht dieses Siegel haben, sind der Häresie des Fleisches erst einmal grundsätzlich schuldig. Da gibt es dann 2 Wege innerhalb des Ordo. Entweder vernichtet man diese Mutanten direkt
oder man erforscht tatsächlich, was zur Mutation geführt hat und fragt sich, ob diese nicht so nützlich sein könnte, dass man eine neue Einstufung treffen und sie ins Imperium eingliedern kann. So trifft es allerdings, wenig überraschend, oftmals eben Unschuldige, die weder etwas für die Mutation können, noch die versucht haben, sie offen in die Gesellschaft einzuführen, sondern die oftmals fromm und gut ihr Leben geführt haben und die kleinen Mutationen unter ihrer Kleidung ebenso lange, wie es ging, erfolgreich geheim gehalten haben. Neben dieser natürlichen Art der Mutation, sagen wir einmal, gibt es dann aber auch noch Arten von Mutationen, die selbst bei den Radikalen keine Erforschung mehr bedürfen. Denn diese Mutation kann niemals gut sein, denn diese werden durch den Einfluss des Warps hervorgerufen. Und deswegen kämpfen tatsächlich nicht wenige im Ordo Hereticus auch gegen die Anhänger der Chaosgötter. Denn sie wissen, dass es überall Chaoskulte geben kann, die am Fundament des Imperiums sägen, weil sie einzig und alleine dafür eingerichtet worden sind, um das Imperium der Menschheit in den Staub zu treten. Sie wissen auch, dass jeder beeinflussbar ist, denn da sind wir wieder dabei, der Geist jedes Menschen ist fehlbar. Und es gibt im Imperium überall diese Individuen, die offen sind für die Einflüsterungen, denn sie sind hoffnungslos oder sie wurden schwer enttäuscht. Sie sind machthungrig und ehrgeizig und kommen nicht weiter. Und dann gibt es eben diese süßen Stimmen, die entweder versprechen, dass das Elend bald ein Ende hat oder dass man bald den Platz bekommt, der einem eigentlich zusteht, oder dass man Rache an all jenen nehmen kann, die einen derartig haben fallen lassen. Viele der Kulte beginnen zudem tatsächlich als Ableger des imperialen Glaubens. Oftmals ist das gar nicht bösartig von Beginn an gemeint, sondern es gibt Laienprediger, die einer Fehlinterpretation aufsitzen, aber es gibt eben auch Anbeter der Chaosgötter, die absichtliche Veränderungen in die Doktrin der Religion einfließen lassen, was gerade Chaos Space Marines wie die Wordbearers oder die Alpha Legion äußerst gerne tun, denn es ist furchtbar effektiv. Der imperiale Bürger ist derartig klar dazu erzogen worden, nicht selbst zu denken, dass er selbst dann, wenn ihm etwas in einer Predigt auffallen würde, niemals den Finger heben und sagen würde, stopp einmal, was sagt ihr denn da, sondern er nimmt es an, nimmt es in seinen Gedanken gut auf und fällt dann langsam aber sicher in die Verderbnis. Und gerade für diese Space Marines ist es natürlich äußerst süß, die Religion gegen den Feind zu wenden. Der Einsatz der Inquisition des Ordo passt sich dann, wenn man erst einmal einen solchen Kult gefunden hat, der Größe dieses Kultes und der Unterwanderung an. Manche erwischt man derartig früh, dass ein einzelner Inquisitor mit seinen Getreuen einfach Feuer und Schwert in die Reihen des Kults bringen und ihn damit vernichten kann. Andere Sekten, und das ist leider das, worauf man viel, viel öfter trifft, sind allerdings, wenn man sie dann entdeckt, bereits derartig groß und haben sich in jedem Teil der Welt, die man betreten hat, verteilt, dass man anders auffahren muss. Denn oftmals treffen die Inquisitoren bereits auf die schlimmsten Ausläufer. Es ist bereits zu Rebellionen im Namen des Kultes gekommen oder das planetenweite Blutvergießen hat schon angefangen. Es ziehen Mobs von beeinflussten imperialen Bürgern durch die Straßen, die dann in Opfern an die Chaosgötter Wesen in den Realraum holen und dabei oftmals ihre eigenen Seelen oder die eines ganzen anderen Viertels opfern, damit diese Entitäten in den Raum eintreten können. Seit der Häresie des Horus wurden durch derartige Vorkommnisse unzählige Planeten ins Verderben gerissen und oftmals ist es nicht so einfach zu erkennen, denn ein offener Bürgerkrieg, da weiß man relativ schnell, worum es geht, aber nicht selten trifft die Inquisition auch auf einem Planeten ein, wo ein Gouverneur, der durch und durch von den dunklen Göttern verdorben worden ist, dafür gesorgt hat, dass der ganze Planet schön weiter funktioniert, aber eben als Bastion für einen bestimmten Chaoskult dient, der sich nun weiter und weiter ausdehnt. Wenn es zu einem derartigen großen Planetenkrieg kommt, dann zieht der Ordo natürlich mit allem, was er aufbringen kann, in die Schlacht. Die puritanischen Inquisitoren wenden sich dann für Hilfe sehr, sehr gerne an die Adepta Sororitas, die Jünger der Ekklesiarchie, an imperiale Priester und Missionare, die als Fanatiker den Schwestern um nichts nahestehen, und dann werden Glauben und Flammenwerfer gegen die heretischen Ketzer ins Feld geführt.
Wenn die Bedrohung besonders groß oder grauenvoll ist, dann sind die Puritaner auch tatsächlich dazu in der Lage, die Black Templar um Hilfe zu bitten. Denn jene Space Marines, die den Imperator als Gott anbeten, sehen natürlich einen derartigen Chaoskult, der einen kompletten imperial beherrschten Planeten sich unterworfen hat, als etwas, das im Rahmen einer heiligen Mission ausgelöscht werden muss. Dann gibt es aber natürlich auch noch andere Space Marine Orden, die auf derartige Hilfsanfragen meist positiv antworten, wenn die Black Templar nicht zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch durchaus solche Orden, die eine Anfrage von puritanischen Inquisitoren einfach ablehnen, denn sie können diese Ausrichtung der Inquisition nicht besonders gut leiden. Und wenig überraschend sind es diese Space Marine Orden, die selbst eine nicht unerhebliche Anzahl von Psionikern in ihren eigenen Reihen haben und ganz genau wissen, was diese Inquisitoren von ihren Brüdern eigentlich halten. Neben den Space Marine Orden gibt es natürlich aber auch andere imperiale Streitkräfte, die oftmals ihre Hilfe freiwillig anbieten. Ganz besonders oft findet man Sprösslinge aus Ritterhäusern in diesen Feldzügen, denn die Ritterhäuser des Imperiums sind grundkonservativ und misstrauisch gegenüber allen Neuen und so ziehen sie gerne in die Schlacht, um etwas derartiges zu entfernen, denn es könnte immer zu Häresie führen. Am Ende des Tages versucht natürlich aber auch ein radikaler Inquisitor, der nicht besonders konservativ ist, all die Hilfe zu bekommen, die man ihm anbietet. Denn gerade dann, wenn sie mit offener Häresie konfrontiert werden sind, gibt es keine Möglichkeit, wählerisch zu sein. Und so sind viele dieser Inquisitoren mehr als nur dazu bereit, alles zu tun und auch in diesen Schlachten alles zu sein, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Und dabei ist es ihnen völlig egal, ob sie am Ende ein inspirierendes Leuchtfeuer des Glaubens sind oder eine alles niederbrennende Schreckensgestalt, mit der, wenn alles vorbei ist, niemand mehr an einem Tisch setzen möchte, denn das Imperium muss geschützt werden und gerade in der Ära Indomitus braucht man die Inquisitoren, die bereit sind, sich und alles andere zu opfern, mehr als jemals zuvor. Dann, wenn man den Heretiker besiegt hat, gibt es noch eine letzte Art, die wir uns heute ansehen wollen und das sind die sogenannten Dämonenjäger, der Ordo Maleus. Betrachtet man das Imperium der Menschheit, so wird man feststellen, dass die meisten, die darin wohnen, völlig unabhängig davon, welchen Rang sie haben, keine Ahnung darüber hat, was das Chaos tatsächlich ist. Das, was sie glauben zu wissen, ist eine wilde Mischung aus eben dieser Unwissenheit, die sie mit eigenen Ideen füllen und dem tiefsitzenden Aberglauben, der in jedem imperialen Bürger fest verankert ist und dann eben auch der wahnwitzigen Arbeit des Ordo Maleus. Denn sie glauben, wenn das wahre Wesen des Chaos tatsächlich in das allgemeine Wissen der Menschheit eindringen würde, dann wäre das Ende des Imperiums und allem, was gut und richtig ist. Denn nicht wenige verlieren schlicht und ergreifend den Verstand über dem Wissen über das Chaos oder erliegen dann eben den Versuchungen und werden zu erbitterten Gegnern des Imperiums. So könnten, würde man dieses Wissen einfach laufen lassen, die Schrecken der alten Nacht wieder auftauchen und dieses Mal könnte der Albtraum vielleicht nicht mehr beendet werden und dann würde die Menschheit einfach vergehen. Daran glauben die Inquisitoren des Ordo Maleus und auch die Grey Knights vom Titan. Somit ist es eine einfache Doktrin, der sie folgen. Wissen ist immer gefährlich und Unwissenheit bedeutet immer Sicherheit. Damit ist auch ihre Art zu arbeiten relativ schnell erklärt, denn sie müssen schnell sein. Das Werk der Dämonen und ihrer Anhänger muss zügig vernichtet werden, so dass niemand es wahrnehmen kann und auch der Warp, wenn er versucht, in den Realraum weiter einzudringen, muss eingedämmt, beseitigt oder zurückgestoßen werden. Da das, worum es geht, so wichtig ist, ist natürlich jedes Handeln gerechtfertigt und so sind sowohl die Puritaner als auch die Radikalen dieses Ordos die wohl brutalsten Mitglieder der Inquisition, egal in welchen Ordo man blickt, und sie übertreffen die Exzesse ihrer anderen Brüder und Schwestern immer um ein weites Maß. Denn wenn nur ein einziger Bürger in einer gigantischen Siedlung verbotenes Wissen erlangt hat, ganz gleich wie klein das Saatkorn des Chaos auch sein mag, die gesamte imperiale Siedlung muss vernichtet werden.
Sie entern Schiffe, auf denen man glaubt, dass irgendeine Warp-Entität gesehen worden sein könnte, töten die gesamte Crew und versenken das Schiff im nächsten Stern, damit es verbrennt und man nie wieder darüber sprechen kann. Dabei ist es ihnen tatsächlich auch völlig egal, wie wichtig das ist, was sie vernichten. Der Militärstützpunkt ist wichtig für den Krieg? Egal. Die Makropole ist bewohnt? Völlig gleich. Diese Schreinwelt eigentlich unersetzlich? Sie muss in Flammen aufgehen. Wenn der Ordo Maleus entscheidet, da ist Wissen, das zu gefährlich ist, als dass es weiter verbreitet werden könnte, werden diese Dinger mit Stumpf und Stiel ausgemerzt. Denn wenn man nur einen übrig lässt, der es weiß, dann trägt er es weiter, es vermehrt sich und dann finden die Dämonen einen Weg in den Realraum. Das ist nämlich auch das, was sie als besonders furchtbar betrachten. Und so machen sie auch vor ihren eigenen Verbündeten nicht Halt. So können auch imperiale Regimenter, die eigentlich dazu hinzugezogen worden sind, um eine besonders schlimme Gefahr einzudämmen, danach der Auslöschung anheimfallen, denn sie haben etwas gesehen, das sie nicht hätten sehen sollen. Sogar vor Space Marines wird nicht Halt gemacht und unter Anwendung von problematischen und gefährlichen Techniken werden dann diesen Space Marines das Gedächtnis derartig gelöscht oder manipuliert, dass sie vergessen, was sie gesehen haben. Denn man kann es nicht oft genug sagen, kein Wissen über Dämonen darf bestehen bleiben. Und wie das nun aber genau bekämpft wird, nun da gehen die Puritaner und Radikalen nun endlich auseinander, dann aber tatsächlich unfassbar, denn die Puritaner sind hier, in diesem Ordo Maleus, noch viel misstrauischer gegenüber ihrer Kollegen, als es beispielsweise im Ordo Hereticus oder Ordo Xenos der Fall wäre. Denn wenn man hier ein Radikaler ist und sagt, alle Mittel sind recht, nun, dann eignet man sich hier die Fähigkeiten des Erzfeindes an. Radikale Dämonenjäger setzen außerweltliche Waffen ein, in denen irgendein anderer Ketzer ein dämonisches Wesen gebunden hat. Und dabei vertrauen sie schlicht und ergreifend nur auf ihre eigene spirituelle Reinheit und gehen davon aus, dass sie selbst nicht in die Verderbnis gerissen werden, die von dieser Waffe unweigerlich ausgeht. Die Rituale und Schutzzeichen, die sie gegen Dämonen ins Feld führen, haben sie anderen Chaos-Kultisten abgenommen und benutzen nun die exakt gleichen Dinge. Und dann gibt es noch jene, die eigentlich das tun, was im Kern tiefste Häresie ist. Sie nehmen einen menschlichen Wirt, der all das eigentlich überhaupt nicht möchte, und beschwören einen Dämon in den unwilligen Geist. Um sich diese Kreatur dann untertan zu machen, gravieren sie Siegel in das Fleisch, fesseln sie mit geschützten Ketten und erschaffen damit einen sogenannten Besessenen, eine mächtige Waffe, denn der in diesen Leib gefesselte Dämon kann immer noch den Realraum beeinflussen und Flüche auf seine Feinde werfen. Nur tut er dies nicht mehr im eigentlichen Dienst der Chaosgötter, sondern nun im Dienst des Inquisitors. Und dabei ist er natürlich erfolgreich. Ein Besessener kann eine gesamte heretische Kriegerschar auslöschen oder eine größere Kriegsmaschine des Chaos ohne Problem in ihre Einzelteile zerlegen. Aber wie gesagt, die Erschaffung einer derartigen Waffe ist im Kern eigentlich schon Häresie und da gibt es nichts zu diskutieren. Und wenn Puritaner auf radikale Inquisitoren treffen, die derartige Dinge tun, kann es durchaus zu ordo-internen Kämpfen kommen, bei denen ein Inquisitor einen Bruder auslöscht. Ganz können die Puritaner aber auch nicht alles ablehnen, was der Feind ins Feld führt, denn die esoterische Ausrüstung, die sie brauchen, um zu überleben, kommt eben nicht selten aus den Händen dieser Heretiker. Sie brauchen die Zauberbücher, die sie dann durch spezielle Dinge sichern oder geweihte Datentafeln, in die sie verbotenes Wissen einspeichern. Wie beispielsweise den wahren Namen der Dämonen, die sie jagen, denn nur damit können diese Wesen in den Warp zurückgeschickt werden und man kann sicherstellen, dass sie nicht mehr so einfach zurückkommen. Dann braucht es Verbannungsrituale oder die dunklen Geheimnisse, die man sich merken muss, um etwas zu jagen. Und all das wird eben in diese esoterischen Gegenstände eingetragen, die zumindest massiv fragwürdig sind. Genau wie die Amulette, die Fetische und die Schutzzauber, die Puritaner genauso am Leben halten wie die Radikalen und die sie eigentlich sich nicht selbst ausgedacht haben können.
Und dann bauen sie Geräte, die sie mit seltsamen Geräuschen davor warnen, dass der Warp sich bewegt, errichten Relikte, die angeblich die Essenz von Dämonen aussaugen oder tragen Schutzbrillen, die ihnen einen ganz besonderen Blick auf jene geben, die von Dämonen besessen sind. Und nun, man müsste schon genauer fragen, woher diese ganzen seltsamen Gerätschaften und Relikte ihre Macht denn nun genau nehmen und inwieweit sie vom Warp eben beeinflusst sind. Aber nun, man diskutiert nicht so viel darüber, denn am Ende muss man irgendwie erfolgreich für das Imperium sein. So wählerisch, wie sie nun in ihren Methoden sind, so wählerisch sind die Mitglieder des Ordo Maleus auch bei ihren Verbündeten. Denn wer mit ihnen kämpft, darf nicht korrumpiert oder gar verwandelt werden. Also fällt man, wenn es irgendwie geht, natürlich auf die Grey Knights zurück. Denn sie sind rein und haben ein nahezu unnachahmliches Wissen in der Dämonenjagd. Allerdings gibt es bei diesem präferierten Verbündeten ein ganz bestimmtes Problem. Es gibt nicht viele Grey Knights und sie sind über die gesamte Galaxis verteilt und können somit oftmals gar nicht oder nicht in der Zahl angefordert werden, die man für einen bestimmten Einsatz bräuchte. Also fragt man natürlich auch andere Space Marine Orden oder erneut Adelige aus Ritterhäusern, ob sie nicht hilfreich sein könnten. Und wer sich einmal in einem derartigen Kampf bewährt hat, der bleibt für gewöhnlich im Gefolge des Inquisitors oder wird zumindest immer wieder im Gefolge in größeren Einsätzen gesehen. So hat beispielsweise der Inquisitor Kart Valonus immer schwarze Ikonoklasten in ihren schweren Plattenrüstungen bei sich, während die Großinquisitorin Dreva Magnafeld darauf schwört, mit Skitari und Servitoren in die Schlacht zu ziehen, da diese sie noch nie enttäuscht haben. Aber man darf dabei eben auch eines nicht vergessen, selbst wenn man getreu ist und eine gute Zusammenarbeit hat, es gibt eben auch wieder jene Inquisitoren, die wirklich jeden für verdorben halten, der einmal mit ihnen gekämpft hat. Also sammeln sie sich, ihre Lieblinge, aber eben auch jene, die entbehrlich sind, wie Straflegionäre, in Ungnade gefallene Freiklingenritter, Büßer, die Unaussprechliches getan haben oder Söldner, die man nutzt und wegwirft. Manche schmieden sogar Allianzen mit Xenos oder manipulieren einen rivalisierenden Chaoskult, denn am Ende ist es eigentlich egal, wen man in die Schlacht führt. Selbst die handverlesensten Getreuen werden irgendwann gesäubert, denn in ihrem Kopf ist zu viel Wissen. Und wie schon gesagt, Wissen ist Gefahr, Unwissenheit ist Sicherheit. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende angekommen. Das ist der gesamte Kodex imperialer Agenten und was es aktuell darüber zu sagen gibt. Ein paar Sachen gliedern wir gerade noch als Shorts aus. Klickt also im Lauf der Woche gerne nochmal rein und dann bleibt mir wie immer nichts übrig, als mich fürs Zuhören zu bedanken und euch einen fabelhaften Tag zu wünschen, wann auch immer ihr das hört. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut!